Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Query und dem Beagle. So, weiter geht's. Ich weiß gar nicht, wir müssten jetzt mit Emma unterwegs sein. Ihr habt vielleicht die letzten 2, 3 Folgen mitbekommen, dass ich ein bisschen weniger geredet habe. Es war, ich weiß ja nicht mal, was es war. Also zwischendurch wirklich lange Momente hatte, dass ich geschwiegen habe. Ich habe selbst gar nicht so realisiert. Oh, Abby. Hier. In der Tat bin ich gerade einfach nur ein bisschen leise zwischendurch wegen dem Schnupfen. Das, was euch attackiert hat. Kriegen wir aber hin. Das zeichnet jetzt auch was ich. Okay. Nick. Hey, Kumpel. Was ist denn nur passiert? Ein Tier griff uns an. Wo ist Abby? Er ist voll daneben. Sag uns nur, was passiert ist. Okay. Da war so ein Kerl und noch so eine Art Tier. Was, verdammt? Was für ein Scheißtier macht denn sowas? Hab ich denn... Ist Abby... Ja, hey, sie ist okay. Mann, sie ist da drüben. Das hat er schon vor ganz am Anfang gefragt und jetzt geben sie ihm erst eine Antwort darauf. Auf mir drauf. Ich glaube, es war ein Bär. Was glauben die eigentlich, wie agil Bären sein können? Hier gibt's keine Bären. Nein. Oh, fuck. Schau mal da. Shit. Das Schwarze. Voll infiziert. Es verbreitet sich. Krass übel. Echt krass übel, Alter. Sorry, Mann, sorry. Oh ja. Ich glaube eh, dass das verbunden werden muss. Ich bin ein bisschen irritiert, okay, dass sie genau das irgendwie nicht tun. Das weh. Besser amputieren. Das muss weg, bevor es sich ausbreitet. Was? Wieso sollten wir? Ich weiß auch nicht, dieses schwarze Zeug. Was glaubst du, was es ist? Sehe ich aus wie ein Doktor? Also Leute, wenn an eurem Körper irgendwas ist, was schwarz ist und sich bewegt, ist das nicht gut, ne? Also nicht falsch verstehen, Dreck kann auch schwarz sein, aber der ist normalerweise nicht im Körper, sondern am Körper. Okay, jetzt darf ich... glaube ich nicht schießen, weil das wäre dann, glaube ich, nämlich Jacob. Hey! Ich habe eine Knarre und kann damit umgehen. Glaube ich. Na? Nein. Wenn es Jacob oder Emma sind. Und was, wenn nicht? Vorsichtig. Ich werde nicht schießen. War vermutlich gar nichts. Ja. Ist es jetzt weg? Ja, hau lieber ab. Der Held. Wie tapfer. Okay. Also, Lodge klingt im Moment irgendwie ziemlich gut, was? Okay, was davon war denn jetzt Jacob und was nicht? Halt, nein, nicht schießen! Tu es nicht! Ich will euch retten! Oh, Scheiße. Nick. Ist er okay? Sieht er okay aus? Nick und Abby wurden angegriffen. Hier im Wald. Das sind immer so dumme Fragen. Weißt du, wenn jemand am Boden liegt, blutet. So wie er. Ja, so, dann frage ich nicht, ist der okay? Nein, die Chance ist groß, dass es nicht ist. Wo ist Emma? Oh, fuck! Oh, er hat Emma vergessen. Gott, nochmal. Emma ist noch auf der Insel. Ich sagte, ich komme gleich zurück. Autsch. Was, die Insel?
Ja, was? Oh, ich hab nur... Ich glaube, ich hab da vorhin jemanden gesehen. Jemand? Nein, ich... Ach, weiß nicht. Hat nichts zu bedeuten. Sie ist noch allein dort. Ja, du bist ja weggelaufen. Wir sollten jetzt mal Richtung Lodge gehen. Bist du voll mit hoffentlich Marmelade? Ja, nein. Ich wird wohl eher Blut sein. Da war dieser Typ mit einer... Er hatte eine Flasche. Aber das ist eine echt lange Geschichte. Also so lang ist sie nicht. Das war schon die Geschichte im Grunde. Da war ein Typ mit einer Flasche. Nein, das ist echt krank. Hättest du uns sagen können, hat er auf mir ausgeschüttet. Aber auch das sieht man offensichtlicherweise. Ich muss Emma holen. Ey, was soll das? Hey, ich brauch das, okay? Da ist gefährlich. Mann, wir müssen Nick und Abby schützen. Ja, aber ich muss Emma retten. Sie ist ganz allein. Und du kannst nicht schießen. Sie gar nicht in der Klemme. Ja, aber ihr vielleicht auch nicht. Willst du mich absichtlich nerven? Nein, ich rette absichtlich meine Freundin, Arschloch. Ja, sie ist nicht mal deine Freundin, Mann. Ach, Jacob. Blöder Sack. Oh. Ups. Ich sollte echt ein bisschen mehr mit den Quicktime-Events aufpassen. Und ihr Kasper drum. Unfassbar. Jacob, das Ding bleibt hier. Nick und Abby sind verletzt. Das ist unser Schutz. Jemand schleicht hier rum. Ryan. Sorry. Das ist Ryan hat jetzt jeden Grund, wütend zu sein. Oh, wie sie geht. Wenn sie auf der Insel ist, geht sie bestimmt gut. Und dann eine Begegnung mit Captain Erlösung? Echt nicht. Okay, bei der Zipline ist bestimmt noch ein anderes Boot. Von dort aus komme ich auf jeden Fall bis zur Insel. Na dann. Wir müssen zurück zur Lodge und Hilfe holen. Wie denn? Nick kann doch nicht laufen. Ey, ich hab ne Idee. Die Schubskarre. Geil. Schubskarre, ey. Jacob ist wirklich nicht so schlau. Mal sehen, was der Abend bringt. Okay, ein Rätsel für euch. Was hat zwei Daumen und treibt sich alleine auf einer gruseligen Insel rum? Max. Idiot. Ein Daumen. Ein verfügbarer Daumen. Mhm. Okay. Und genau hier, auf dieser seltsamen, einsamen Insel, strandete die mutige junge Seele. Aha. Bei Vollmond. Okay, Real Talk. Ich bin unerwartet auf einer seltsamen kleinen Insel, ganz allein mit nichts zu tun, als euch alles zu zeigen. So, da drüben ist ein Baumhaus. Mal sehen, ob ich euch etwas von der Panorama-Aussicht bieten kann. Die Sache ist die. Nicht, dass ich zurück will, will ich gar nicht. Aber selbst wenn, könnte ich nicht, weil ich dann voll anhänglich aussehen würde. Obwohl er es doch war, der einfach abgehauen ist. Gott, tut mir leid, dass ich mich aufreg und Dampf ablass. Ich glaube, diese Videos wird nie jemand zu Gesicht bekommen. Auf zum Baumhaus, Entdecker, Freunde. Und wieder das Alan Wake Feeling. So, wir haben wieder die Kontrolle über Emma. Oh. Da liegt was. Nicht schwer zu erraten, was das ist. Hab sie aber nie benutzt. Ein bisschen zu nah an der Natur für mich. Also, ich habe mich ja nie gefragt, wo das Zeug landet. Oh. Oh nein, Gott, nein. Okay, das ignorieren wir jetzt. Einfach mal. Habe ich das letzte Mal auch schon gehabt? Ja. Tja, das Mysterium der Scheiße. Mhm. Dann ist hier bestimmt das Frauenklo. Nein, das ist einfach nur Gebüsch. Nein, das hatten wir letztes Mal wirklich nicht. Und das ist also der Treffpunkt. Das ist ein Ort, wo man sich trifft. Mhm. Ich will das Ganze ja interessant machen, nur manchmal ist es halt so, wie es ist. Das wär's wohl dazu. Das wär's dazu. Ja, gut. Ja, jetzt gehen wir weiter.
So, weiter, weiter. Ich frage mich halt, wir haben ja gleich die Wahl zwischen hochgehen, Weg weitergehen. Die Insel ist ein unberührter Teil des Steinbruchs, der sich nach dem Abdriften in den See renaturiert hat. Echt cool, oder? Als ich klein war, dachte ich ja immer, dass Inseln einfach so mitten im Wasser schwimmen, wie Luftmatratzen. Doch, ich bin jetzt älter und klüger und weiß, dass nicht immer alles so ist, wie es scheint. Wie wenn du glaubst, du hättest nur einen heißen Sommerflirt und dann wird daraus Babysitten für ein haariges Riesenkind. Das traurig ist, weil du nichts Festes und ihm jeden verdammten Tag Liebesbriefe schreiben willst. Und wenn wir gerade drüber reden, es macht euch doch nichts aus, oder? Wie, warum rechtfertige ich meine Gefühle, wenn er doch der ist, der voll blah damit ist, oder? Oh, seht. Eine Metapher im Narrativ. Ich meine, ein Scheideweg. Wie passend. Hier kommt die Frage. Geht es für mich aufwärts, wörtlich, und ich lasse es gut sein? Oder bleib ich auf dem bisherigen Weg und schimpf weiter über mein blödes Leben? Also ich gehe sehr stark davon aus. Dass sie ja nicht bleib ist, liegt die Wahl wohl bei mir. Ja, die liegt bei dir oder bei mir, eher gesagt. Ich gehe davon aus, dass wir so oder so zum... Allerdings, wir sind letzte Mal... Ja komm, wir gehen da lang. Wir sind letzte Mal hochgegangen. Soll's. Jetzt stecken wir sowieso mittendrin. Und zwar richtig. Mhm. Weil wisst ihr nämlich was? Ich habe mich wirklich auf den nächsten Teil meines Lebens gefreut. Mhm. Ich meine, der Sommer war toll, aber jetzt... Ich meine, kommt schon. Ich weiß, wenn ich das hier poste, wird Hackett's Quarry eine ferne Erinnerung sein. Mhm. Ich weiß, es ist nur eine Nacht und man muss das Beste aus seinen Chancen machen und so weiter. Vielleicht will ich mich nur nicht mit dem Naheliegenden abgeben. Abby hält mich ja für selbstbewusst, aber eigentlich will ich verzweifelt in einer Welt klarkommen, in der jeder anders sein will. Tja nun, das habe ich jetzt aber schon mal öfters gehört. Okay, einen Moment, Leute. Okay, Leute, da bin ich wieder. Ich habe gerade, während die Olle am Quatschen war, nämlich raus auf die Terrasse geguckt. Weil von mir, von meiner Perspektive aus kann ich rausgucken. Und habe gesehen, wie Zuckermaus einfach gemächlich, da war es am Fressen war und keiner sie reingerufen hat, sich geschweige denn überhaupt berufen gefühlt hat, zu gucken, was der Hund auf der Terrasse alleine macht. Ich weiß noch nicht mal, wie sie alleine da hingekommen ist. Da hat jemand ständig auf die Tür aufgepasst. Da habe ich sie jetzt reingeholt, deswegen musste ich einmal kurz aufhören. Wir kommen doch hier niemals. Das ist irgendwie ganz nett. Ich fühle mich, als wäre ich zum ersten Mal im Sommer allein. Gefällt mir. Das verstärkt die ganze Jacob-Sache irgendwie. Er sollte mich ja eigentlich holen kommen, aber jetzt, wo ich allein bin, gefällt mir das gut. Okay. Sorry, Jacob. Wenn du das siehst, nimm's nicht persönlich. Geht da um mich. Wir sind cool, ja? Ich habe das ja schon von einigen selbstbewussten Personen gehört, dass die sagen, naja, so selbstbewusst bin ich eigentlich gar nicht. Ich meine, wer weiß. Vielleicht sehen wir uns in 50 Jahren wieder. So selbstbewusst bin ich ja gar nicht, aber einen tollen Sommer im Hackett Squarry Sommercamp. Das ist halt einfacher. Und den Funken, der uns ich habe da Respekt hat. Vor. Dann sind wir ein 70-jähriges Liebespaar. Ich bin nämlich so gefühlt gar nicht selbstbewusst. Also, ich habe eine große Klappe durchaus, aber die Zeit wird's zeigen, Jackie Boy, und du weißt. Auch mich hat man schon gefragt, wie ich es immer schaffe, selbstbewusst zu sein. Aber wir werden auch ich habe nicht das Gefühl, dass ich es bin. Überhaupt. Es gibt ganz viele Situationen, wo ich gerne was so sagen würde, aber dann doch nicht sage. Machen. Und ich finde, das ist dann nicht gleich. Selbstbewusst. Naja. So. Wie auch immer wir von hier aus zu der Hütte kommen. Sieht ja erst, als könnten wir gleich direkt mal die Serie... Ach, die Serie, die Insel verlassen. Was ist das denn? Warte mal.
Wie kann es Mr. H gewesen sein, wenn er doch in der Lodge war? Was ist das denn? Ihr könnt es bestimmt schon erkennen, was es ist. Sprach der Rabe Nimmermehr. Der Nimmermehr-Rabe. Ja, wer hat's erkannt? Wer hat's erkannt? Wer hat's erkannt? Wer kann es mir sagen? Die liebe Cupcake-Katze kann es ganz bestimmt sagen, denn ich weiß, dass sie studiert hat. Also die Sprache. nicht den Raben Nimmermehr, sondern die Sprache hat sie studiert. Kann ich daran vorbeigehen und nochmal gucken, ob ich so von die Insel komme? Oder ist das nicht so drin? Also habe ich jetzt im Grunde gar nichts verpasst. Also ich weiß, wir kriegen den nächsten Beweis. Ups. Oh, okay. Ne, das bringt gar nichts. Und jetzt sehe ich wieder nichts mehr. Ah, Leute. Und ihr denkt euch, was tut sie denn da? Was tut sie denn da? Aber ich sehe wirklich gar nichts. Für mich ist fast alles hier stockduster gerade. Aber es bringt mir nichts, das Ganze heller zu stellen, weil dann ist es für euch nicht mehr so gut. Und ich weiß, ihr habt es ziemlich gut. Also ist okay. So, dann gehen wir jetzt mal die Leiter hoch, wenn ich sie wiederfinde. Finden Sie die Leiter. Ach, da vorne. Und dann kommen wir wohl zur Hütte. Ich weiß zwar dann nicht genau. Okay. Oh, geht nicht. Ich dachte, da wäre ein Weg gewesen. Kacke, Mann, ey. Das hatte ich gefunden. Jetzt bin ich an der Geil. Ich muss das wohl echt einhändig machen, hm? Du könntest auch einfach dein Handy weglegen, aber ist okay. Das klang nicht gut. Ach Mist. Ja, Maxchen ist oben bei der Falltür. Ihr solltet wissen, ich bin ein Ass im Leitersteigen. Bist du das? Voila! Das ist das luxuriöse Pentbaumhaus. Offensichtlich. Erbaut im Jahr 18, scheißegal, von einem Mann mit verbundenen Augen, mit dem besten morschen Holz, rostigen Nägeln und feinster Eselsspucke. Eselsspucke? Ein echter Hackett-Klassiker. Das soll ja angeblich die beste Spucke sein. Schatz, ich bin da. Wie war das? Ich hab die Bettzeit der Kids verpasst. Puh, was für eine Begrüßung. Das passt jetzt gar nicht mehr in den Kontext. Gar nicht mehr. Nehmt alles auf. Das ist unverfälschte okay. Sommercamp-Erfahrung. Ich und denke, das, was ich letzte Mal mit Emma gemacht habe, ich denke, eines der Kids war hat genau richtig. Oder meine Leute. Aber ich erkenne nichts. Ich frage mich ja. Habt ihr das gehört? Sieht aus, als hätten wir die Wahl. Wühlen wir in den Sachen von Fremden? Kriegt man so und so viele Kinder dann zugewiesen und teilt sich das dann auf? Oder hat einfach jeder irgendwelche Aufgaben? Tod. Es gibt buchstäblich keine richtige Antwort. Wir hatten ja mitbekommen, dass Laura meine ich. Wir wühlen. Und wisst ihr was? Auf der Medic-Station eingeteilt mehr war. Mehr gibt's heute nicht zu sehen. Da frage ich mich halt, ist sie dann wirklich nur für die medizinische Versorgung zuständig und hat dann keine Kinder in dem Sinne und dann gibt es die, die Kinder in Gruppen haben. Wäre eigentlich mal interessant gewesen, das ein bisschen näher erklärt zu bekommen, wie dieses amerikanische Prinzip von Ferienlagern funktioniert. Haben wir sowas hier auch in Deutschland in genau der Form oder... Ich weiß, dass man teilweise Tagesausflüge machen kann. Ich habe mal bei so einem Rotz mitgemacht. Das war so ziemlich der beschissenste Tag, den ich erlebt habe. Leb wohl, böse Welt. Der letzte. Wir waren auf einem Erdbeerfeld. Man könnte meinen, das klingt sehr cool, ne? Ich weiß. Also ich muss das Foto jetzt machen als Beweis.
Taser benutzen. Ein Foto machen. Das ist Max. Na, damit ihr Bescheid wisst, das ist Max. Aber die Dinger sind schon sehr widerstandsfähig. Zack. Ich darf jetzt nichts verkacken. Oh, ich darf jetzt wirklich nichts verkacken. Ach, der weiße Kreis wird immer größer. Okay, ich verstehe. Ist sie jetzt schon auf der anderen Seite? Nein, kann ja gar nicht sein. Taser, Bärenlingsspray nutzen. So, und dann kann ich immer noch rennen. Zack. Wieder hoch zur Falltür in jedem Fall. Zack. Das, Leute, war noch der Moment, wo ich mich zumindest richtig entschieden habe. Tür versperren, Falltür benutzen. Umschmeißen. Und klettern, 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 klettern. Dann müsste sie relativ lange relativ safe in dem Spiel sein. Also zumindest kann ich mich nicht entsinnen, dass ich irgendeine Szene mit ihr hatte, wo sie nochmal so richtig heftig in Gefahr war. Ich kann mich aber auch täuschen. Vielleicht auch nicht und es gibt auch noch Situationen, also ich meine nicht. Ruhig. Ich hab vielleicht nochmal okay. Mit Abby irgendwie am Ende, aber wenn ich das gleiche wieder mache, dass Schmerzen? Die beiden safe sind, wenn sie sich wieder da verstecken können, dann müsste Emma ab ich jetzt eigentlich relativ sicher sein. Wir geben dir was im Haus, okay? Ja, okay. Komm schon, komm schon. Oh Mann, ich hab so Hunger. Ich weiß übrigens nicht, glaube ich, dass ich mit Dylan gar nichts anders machen kann. Habe ich das jetzt? Habe ich, okay. Hier mit seiner Hand. Ich glaube nicht, dass ich das anders machen kann, weil wir gegen ihn kämpfen. Bringt ja nichts. Das öffnet die Krankenstation. Sollte reichlich Zeug drin sein. Mhm. Na, hoffentlich können wir ihn da erstmal versorgen. Ich hol dir was zu essen. Du und ich werden ein Telefon suchen. Mhm. Oh, ja. Ist da nicht eins in Mr. H's Office? Yep. Wir kommen zu euch. Kapiert. Okay, wir sind mal vorsichtig. Denkst du, was immer sie angegriffen hat, hat, weiß nicht, ihre Fährte aufgenommen? Was? Ich weiß nicht, was, wenn es Blut geleckt hat und sie jetzt irgendwie verfolgt? Ich glaub nicht. Ich denke nur, wenn wir bei ihnen bleiben, sind wir dran. Ich weiß nicht. Ich glaube echt nicht. Was auch immer sie angegriffen hat, das kommt nicht in die Lodge. Okay, ja. Ja, du hast sicher recht. Ach, komm schon, wir brauchen Verstärkung. Warum ist er denn so genervt? Ich finde, auf Nummer sicher zu gehen, ist viel besser als... So tot. Ach, egal. Du warst nie nachts hier, wenn das Camp stattfand? Was? Nein, warst du? Kam mal vor, ja. Dylan! Wo gehst du hin? Ich glaube, ich höre meinen Namen. Ich habe nichts gehört. Mhm. Der arme Dylan. Ich denke, nix Wunden sind nicht so schlimm wie gedacht. Ja. Was ist das denn für... Ist okay, komm. Oh, das ist gut. Ja. So, was nun? So. Wir brauchen jetzt Hilfe. Wo rufe ich an? Weiß ich doch nicht. Mr. H? Hab nur die Nummer von diesem Telefon. Okay, dann 91.1.
Du meinst 911? Wer sagt 911? Wer sagt 911? Sag mal, Ryan ist ihn die ganze Zeit am Kritisieren. Aber, das ist doch gemein. Wonach soll ich fragen? Polizei? Nach einem Arzt? Ja, komm, die Polizei. Cops? Ja, mach keinen Scheiß. Die sagen so, Notfallzentrale, wie kann ich Ihnen helfen? Und dann ich so, Hilfe, meine Freunde wurden angegriffen, ein Bär oder auch kein Bär, doch definitiv ein Tier mit Zähnen. Und wir wissen nicht, wie viele es gibt oder wie schlau sie sind, also könnten sie gerade planen, uns anzugreifen und wir brauchen dringend Unterstützung. Genau so. Ja, das ist gut. Ich finde, das ist jetzt nicht so schwer. Notfallzentrale. Ich finde das immer so ein bisschen eigenartig. Tot. Misstrauisch. Wirklich komisch. Leitungsausfälle. Kommt halt vor. Genau dann, wenn du die Cops rufst? Das ist reiner Zufall. Hast du versucht aufzulegen? Was? Hier. Was machst du denn da? Keine Ahnung, das machen sie in Filmen, wenn es nicht mehr tutet. Du tippst auf dieses kleine Ding hier. Wir sind hier nicht im Film. Okay, gut. Nur, woher weißt du das? Möglich, dass sie wollen, dass du das denkst, Mann. Okay, so viel zum Telefon. Niemand hat Empfang. Ist sonst noch irgendwo im Camp ein Festnetzanschluss? Nicht so direkt. Was? Der Radioschuppen hat alte Funkausrüstung. Wo du deine Ansagen machst? Wo ich meine coolen Sommertracks mische, ja. Und wo ich die Durchsagen mache. Es gibt dort alte Geräte. Ich denke, wir könnten vielleicht was basteln und einen Notruf senden. Okay, ja. Lass uns schauen, ob wir jemand kontaktieren können. Leg das weg, Dylan. Wir bleiben mal ruhig. Ich lege es zurück, wenn wir gerettet und in Sicherheit sind. Okay, sei vorsichtig. Ist schon gut. Okay. Liegt wohl am Wetter. Was für Wetter, Ryan? Bestimmt waren es die Bären. Bären. Und wieso sind Bären an allem schuld? Okay. Also das ist dein Argument. Was, wenn der Bär, der die Leitung gekappt und den Strom abgestellt hat, was, wenn dieser Bär draußen im Flur auf uns wartet? Verflixt. Siehst du? Wir sollten besser Caitlin verraten, was wir vorhaben. Sie schiebt sicher Panik. Ja, okay, ja. Los geht's. Oh mein Gott. Ja, wir bringen die am besten zu Caitlin. Die braucht sie doch nicht wirklich, oder? Sie braucht sie genauso sehr wie wir. Sie ist jetzt in der Lodge. Wir gehen da gleich eh hin. Du hast doch eben selbst gesagt, da könnte was Gefährliches sein in der Lodge. Wann? Gerade 20 Sekunden her. Tja. Okay, sicher. Aber das war nur, weil ich endlich eine Waffe wollte. Jetzt gib ihr das Ding, Mann. Krieg ich schon hin. So, komm. Geben die Waffe ab. Ach, okay. Du hast recht. Hey, wir haben ja noch meine. Sei extra nett zu mir und vielleicht darfst du auch mal. Schreib keinen Scheck, den dein Arsch nicht packt. Mein Arsch hat ein fettes Bankkonto. Ah, okay. Ich störe wohl gerade. Ein bisschen, aber wir wollten dir eine Waffe geben, weil wir nett sind. Ja, die Jungs sind halt nie alleine, die Mädels auch nicht. Ich als Kommentator sitze immer dahinter. Er freut sich. Kopf hoch, Großer. Ich wüsste nicht, was ich damit tun soll, okay? Ich vertraue dir.
Oh, danke schön, Dylan. Du bist so großzügig und stattlich. Ja, kein Problem. Wer sagt denn überhaupt heute noch stattlich? Okay. Ich mache nämlich jetzt hier einen Cut rein. Diese Folge ist ja wieder ein bisschen was passiert. In der Tat viel Wiederholung vom letzten Mal, wie beim letzten Run, meine ich. Denn ich wollte Emma ja unbedingt retten. Ach so. Ich wollte ja unbedingt, ja, Emma retten. So, das wollte ich sagen. Ich wollte unbedingt Emma retten. Und so wie ich es halt letzte Mal gemacht habe, dachte ich mir, ist halt schlau, dass ich das so mache. Denn letztes Mal hat Emma da ja überlebt. Mal sehen, was wir dann jetzt anders machen, wenn wir mit den beiden unterwegs sind. Aber wir haben schon viel geschafft, finde ich. Wir sind echt schon weit gekommen. Okay, ihr Lieben. Lasst mir dann gerne einen Kommentar da. Was meint ihr? Läuft gerade eigentlich ganz okay, ne? Könnte wirklich schlimmer laufen. Habt einen wunderschönen guten Tag. Haut rein!